zu den digitalen Up und Downs des vergangenen Monats. Beginnen wir mit den Downs, und zwar Downs für Multichoice. Dieses kleine Stück Plastik machte Multichoice in abgelaufenen 4 Wochen doch einigen Kummer. Handelt es sich doch hier um die erste am Markt befindliche Piratenkarte für das digitale Multichoice-Paket. Nicht nur für die normalen Pay-Kanäle, sondern auch Pay-Per-View war damit zu sehen. Es ist Vergangenheit. Am vergangenen Monat wurde ein höherer Sicherheitslevel geschaltet. Es war vorauszusehen, war auch bekannt. Und somit arbeiten diese Karten nicht mehr. Wie wir allerdings heute Morgen erfahren haben, ist die nächste Generation dieser Karten auch schon wieder im Anmarsch. Also es geht wieder dasselbe Spiel los wie bereits gehabt. Nur werden diese Karten natürlich nicht so öffentlich angeboten. Uns ist die Karte auch nur zugespielt worden. Zugespielt worden ist uns auch ein großer Haufen Papier. Wir würden diesen Berg Gerichtsakten nun nicht allzu viel Bedeutung zumessen, wenn es hier nicht um einen bisher ziemlich erfolgreichen Kampf zwischen David und Goliath gehen würde. Und wer nicht, freut sich über den Gewinn eines Davids. Im Moment sieht es hier sogar so aus. Das ist das nächste Down für Multichoice. Die Vorgeschichte. In das Multichoice-Paket im vergangenen Juli wurden die freien Sender SBS 6, RTL 4 und 5 und Veronica aufgenommen. Mehr oder weniger in Holland über Tag und Nacht oder Nacht wurden die Menschen gezwungen, ihren analogen Receiver für diese Programme abzuschalten und sich einen digitalen PS-Receiver zu kaufen für etwa damals 1600 Gulden, ca. 1450 Mark. Dafür bekamen sie, wie auch bei DF1, die Karte dazu, und diese Karte ermöglichte dann auch den freien, kostenlosen Empfang dieser 4 vorgenannten Programme. Das Problem war, und hier kommen wir zu der Monopolstellung, Multichoice gab diese Karte nicht an die Besitzer anderer digitaler Receiver ab. Die Kunden in Holland waren gezwungen, einen sehr teuren PS zu kaufen. Das kleine Unternehmen Bakker Electronics kam dann kurze Zeit später mit dem Panasat auf den Markt, der teilweise etwas besser ist als der PS, ließ sich das auch noch bestätigen durch eine öffentliche Stelle hier und versuchte nun Karten für ihre Kunden zu bekommen. Das misslang erst einmal. Multichoice stellte sich am Anfang stur, gab keine Karten ab, nachher auf allgemeinen höheren Druck wurden Karten ausgegeben, das aber recht zögerlich, nur unter Nachweis der Identität, also des Wohnortes in Holland. Man musste nachweisen, wo hat man den Receiver her, den man da erworben hat, den Fremdreceiver, und man musste eben auch unterzeichnen, dass man Multichoice nun nicht irgendwie juristisch belangt, wenn Karte und Receiver mal irgendwann nicht mehr zusammenspielen. Das ist nach meiner Meinung auch noch irgendwo gerechtfertigt. 5 Monate lang hat es, wie Bakker sagt, die Firma Bakker schwierig gehabt, Fuß am Markt zu finden, denn das wurde, wie sie wiederum sagte, Multichoice empfindlich gestört. Der offizielle Importeur von PES hatte eine Abnahmegarantie von Multichoice und verkaufte so nach Angaben von Bakker ca. 5000 PES Receiver per Monat. Und es sind dann auch 25.000 Receiver in 5 Monaten. Von diesem Verkauf geht die Firma Bakker nun aus und kam auf einen Verlust von 3,9 Millionen Gulden. Und hinzu kamen nochmal Kosten, sodass die Gesamtforderung der Firma Bakker oder der Anwälte von Bakker jetzt gegenüber Multichoice 4,1 Millionen betrug. Am vergangenen Freitag fand dann Bakker einen wohl recht mutigen und recht schnellen Richter, der dafür sorgte, dass noch am vergangenen Freitag, am 4. Juli, bei Multichoice in Amsterdam ein Gerichtsvollzieher erschien und die Pfändung vornahm. Die Pfändung konnte er nicht anhand von Geräten tun, es war viel zu viel, nämlich 4,1 Millionen Mark, das sind ca. Gulden sind ca. 3,7 Millionen Mark. Das heißt, so viel wir gehört haben, hat der Gerichtsvollzieher dann die Bilanzen vorgenommen und hier noch abgehakt, so und so viel Computer, das und das, also bis halt die Summe zusammenkam,
Das wurde erst einmal gefändet. Multichoice reagierte natürlich über das Wochenende am Montag in Form einer Presseerklärung, in der es ungefähr so hieß, man würde auf jeden Fall vielleicht auch über Gegenmaßnahmen nachdenken, eventuell eine Klage wegen Rufschädigung. Aber auf der anderen Seite kam auch irgendwie durch, man könnte sich ja schließlich auch zusammensetzen und irgendeine gemeinsame Lösung finden. Wir glauben in diesem Fall, dass es wichtig ist, darüber zu berichten, denn die Niederlande sind ja nicht das einzig betroffene Land, in dem Programmanbieter eine Monopolstellung beherrschen. In anderen Ländern heißt das zuständige Amt dann Kartellamt, Bundeskartellamt. Und die sagen auch, wenn kein Kläger ist, können sie nichts tun. Also, das zur Information zu Multichoice. Eine andere, etwas betrüblichere Geschichte erreichte uns, und zwar ein Zuschauer, der Herr Reisberg schickte vor einiger Zeit, das ist also jetzt schon wieder ein Monat her, ein Fax an uns und erzählte uns eine Geschichte, dass er auf Anraten von Freunden aus einem Satellitenclub seine D-Box an jemanden geschickt hat, der da fähig sei, diese D-Box umzubauen auf SCPC-Signale und das Ablegen von SCPC-Signalen automatisch in Reihenfolge. Voller Vertrauen hat er seine D-Box dort auch hingeschickt und auch noch den geforderten Preis, ich glaube 250 Mark, hinterhergeschickt. Was er dann nicht mehr zurückgesehen hat, ist beides. Inzwischen sind einige Monate vergangen. Ich glaube auch der Herr Reisberg hat inzwischen auch einen Rechtsanwalt genommen. Und um nicht dasselbe wieder zu erleben, was wir ja leider vor einigen Monaten schon mal durch dieses etwas obskure Wuppertaler Unternehmen erlebt haben, haben wir uns gesagt, wir wollen uns beide Seiten dieser Story anhören und haben versucht, denjenigen, der das umbauen soll, in Förde einmal zu erreichen und zu fragen, was denn an der Hand ist und was vielleicht noch geschehen kann. Hinzu sagen muss ich, das Ganze spielt sich wohl über mehrere Monate schon ab und es ist uns unverständlich, dass diese D-Box eigentlich nicht zurückkommen sollte. Und wir haben uns mit dem Umbauer dieser D-Box heute, also einen Tag vor der Sendung, kurz zusammengerufen übers Telefon. Wir hören da einfach mal rein. Ja, guten Tag, Herr Nelke, Christian Maas, Redaktion Telesatellit. Ich hatte Sie vorhin versucht, zu Hause zu erreichen, hatte allerdings einen falschen Namen bekommen und hatte noch jemand anders gefragt. Ich habe eine Frage an Sie, und zwar wegen unserer morgigen Sendung. Da hat sich an uns ein Herr Reisberg gewandt und uns eine kleine Geschichte geschrieben über eine D-Box, die Sie umbauen sollten und die der arme Mensch nie zurückbekommen haben. Ist da schon was geschehen, was Positives? Ja, ich habe einen Nachforschungsantrag gestellt. Und wie lange ist das her, dass das so lange dauert? Wissen Sie das? 3 Wochen her. 3 Wochen? Hm. Sollte doch was geschehen sein. Ja, das wurde von Holland verschickt. Haben Sie das Holland verschickt? Ja, der wurde direkt vom Umbauen. Aha. Wenn Sie doch dem Herrn Reisberg einfach mal eine Kopie vom Aufgabeschein schicken würden, wie wäre das? Dann wäre die Sache doch vielleicht bereinigt. Wie bitte? Den haben wir angefordert in Holland. Ach, Sie haben es nicht selber verschickt, haben Sie es verschicken lassen? Das haben wir verschicken lassen von der Firma, die umbaut. Aha. Ist das Backer? Ja. Mhm. Aber Backer weiß nichts davon. Es geht ja unter der Hand, ist das gesamte Sache. Naja, aber Backer wird umgebaut und dann. Naja, wenn Backer das wegschickt, dann hat er ja Belege und der hat keinen. Backer selber verschickt die Dinger ja auch nicht. Aha. Und haben Sie für den Herrn Reisberg eine positive Antwort, was er erwarten kann von Ihnen? Ich meine, das zieht sich aber schon recht lange hin, ne? Ich habe eine neue Box für ihn bestellt. Wenn die andere weg ist, kriegt er eine neue. Und wie lange denken Sie, dauert das? Ich hoffe mal, dass die DTT sich mit dem Nachforschungsantrag beeilt. Mhm. Innerhalb der nächsten Tage die Mitteilung kriegt. Okay. Ob das ihm ausgeliefert wurde oder ob das geschwundig ist. Ja. Okay, wir sollen es so weitergeben. Ja. Jupp, danke. Weiter. Tschüss. Naja. Ganz glaubwürdig klang das wohl nicht, meine ich. Also das holländische Unternehmen weiß von nichts, verschickt dann wohl auch keine Pakete. Erst verschickt es die Pakete, dann verschickt es sie nicht. Also ein Aufgabeschein kann offensichtlich nicht beigebracht werden. Also wir würden sagen, Vorsicht bei solchen Angeboten,
gerade wenn die Leute unbekannt sind, schicken sie nicht ganz blind ihre D-Box in die Welt hinein und das Geld noch gleich hinterher. Sie wissen halt nicht, was da letztendlich wieder bei rauskommt. Vor allen Dingen, wir sehen das ja selber, das kann zwar der Laie nicht wissen, aber die D-Box halt so zu konfigurieren, dass sich die SCPC-Signale sauber hintereinander selbst ablegen, gab es zu dieser Zeit nicht. Und gerade jetzt ist man mal so weit, dass so etwas geschehen kann. Dann haben wir etwas bekommen und ja, was soll ich dazu sagen? Wir kommen jetzt nämlich zu diesen SCPC-Signalen, die man hintereinander ablegen kann. Mir liegen hier einige Fotos vor. Ich darf sie leider nicht sehen lassen. Ich hoffe, jeder hat Verständnis dafür. Die Fotos sind uns zugespielt worden, zeigen das On-Screen-Display eines neuen Receivers, der in Kürze auf den Markt kommen wird. Und hier wird es sich wohl um den ersten echten SCPC-Receiver handeln. Natürlich hat er die normalen Einstellungen, die wir alle kennen, über Frequenz, Symbolrate, FEC und so weiter. Hinzu kommen allerdings dann noch die drei wichtigen Pits, die dort hineinkommen können, sodass man über die normale Einstellseite für manuelles Einstellen für SCPC-Signale die einzelnen Pits dazu geben kann. Außerdem sehen wir, dass dieser Receiver fähig sein wird, nicht nur 0 und 12 Volt und 22 kHz Volt Schaltungen zu machen, sondern eben auch DISEC 1, und das erscheint uns recht wichtig zum Ausbau dieser Anlage. Weiterhin wird es dazu kommen, dass dieser Receiver wahrscheinlich, da bin ich mir noch nicht ganz sicher aufgrund der Unterlagen, die ich habe und das, was ich gehört habe, wahrscheinlich auch einen Polarizer ansteuern kann. Ob das nur beides sein wird, mechanisch und digital, da sind wir uns nicht ganz sicher. Er hat natürlich ganz wieder eine manuelle Suche, wie wir das schon überall kennen, und eben auch die automatische Suche. Und wird wahrscheinlich noch einige andere Features haben, die wir im Moment noch nicht so genau kennen. Das On-Screen-Display ist mehrsprachig, also für mehr oder weniger alle europäischen Sprachen. Also wir denken, dass wenn jemand jetzt sagt, ich brauche einen vollwertigen SCPC-Receiver, vielleicht jetzt nicht blind irgendwas kaufen sollte, sondern einfach mal die Entwicklung abwarten sollte. Ich würde sagen, bis zur Funkausstellung oder eben vielleicht schon in der nächsten Sendung, ich glaube 8. August, dass wir da Näheres wissen. Was wir noch entdeckt haben, und da muss ich mich eben auf die Suche machen, ja, da haben wir es. Wir haben hier ein Stück Software. Diese Software sagt nicht viel, ich weiß auch gar nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann. Nein, man sieht es nicht so gut, es steht da drauf, RT2. Und das sagt uns, dass hier der komplette Programminhalt eines CAMs von RT2 drauf sitzt. Auch dieses ist uns mal wieder zugespielt worden. Und wir haben uns Gedanken gemacht, nicht nur, dass diese illegalen Karten rumschwirren, dass das RT2-Modul nicht ganz sicher ist. Es ist nachbaubar und das ist bereits geschehen. Wir haben uns eigentlich Gedanken gemacht, das haben die Besitzer von Mediaboxen vielleicht schon mitbekommen, die ja automatisch noch ein paar andere Sachen einlesen können, zwar nicht die Programme sehen können und vor allem nicht die Daten lesen können, aber die einlesen zum Beispiel solche Sachen wie Stern Credit Cards, Dr. Müllers und so weiter. Und auch das auf Astra und auch auf dem Intelsat K sind ähnliche Dienste zu sehen oder zumindest werden sie eingelesen. Wir wollten wissen, was steckt dahinter und haben uns auf den Weg gemacht zu einem Informanten, zwar unserem Dr. Overflow. Wir wollen hier nicht sagen, wo er sitzt. Wir finden das unfair. Er macht das nebenbei. Er macht es nicht aus kommerziellen Gründen, sondern ganz einfach, um Datensicherheiten festzustellen, zu bemängeln und uns auch bei der technischen Recherche etwas zu helfen und hat uns auch sehr viel geholfen. Wir haben uns auf den weiten Weg dorthin gemacht und schauen uns einmal an, was in einer solchen Bastlerbude, wollte ich sagen, so getan wird und was eigentlich möglich ist, um auch sehen zu lassen, was in dieser D-Box oder einem Nokia allgemeinen eigentlich wirklich drinsteckt, wenn man mal die Software umsegelt, zum Beispiel von Beta
Technik oder eben von Nokia selber, wenn man die umsegelt, was aus dieser Box noch rauszuholen ist. Schauen wir uns den kurzen Bericht mal an. Dr. Disch TV ist mal wieder auf Reisen. Dieses Mal haben wir einen anderen Anlass. Jeder Besitzer einer D-Box hat wahrscheinlich schon festgestellt, dass es auf Astra nicht nur Pakete mit Fernsehen und Radio gibt in MPEG, sondern sich da auch noch einige Datensignale verstecken. Diese Datensignale können Inhalt haben, persönlicher Art oder geschäftlicher Art. Auf jeden Fall sind sie nicht für Sie und auch nicht für mich bestimmt. Sie sollten dementsprechend abgesichert sein. Sollten. Sind sie aber offensichtlich nicht. Denn wir gehen heute einem Gerücht nach, nachdem man diese Daten tatsächlich mitlesen kann. Das heißt, knacken kann. Und das ist ja wohl nicht Sinn und Zweck der Sache. Vor allen Dingen, wenn sich auf diesen Transpondern Banken unterhalten oder Korrespondenz miteinander treiben, wo es geht um gestohlene Kreditkarten und dergleichen. Das Gerücht besagt, dass jemand in einem europäischen Nachbarland mit sehr einfachen Mitteln diese Daten empfangen kann, auslesen kann. Und wir haben uns heute auf den Weg dorthin gemacht. Dieser Computerexperte, den wir nicht als Hacker bezeichnen wollen, denn das ist er ganz gewiss nicht, möchte aber aus verständlichen Gründen anonym bleiben. Und das respektieren wir natürlich auch. Und darum werden wir heute mal nicht sagen, wo wir hinfahren. Wir sind irgendwo in Europa unterwegs und werden nach doch einigen Stunden Fahrzeit unser Ziel erreicht haben. So, wir haben unser Ziel inzwischen erreicht und sind hier bei unserem Dr. Overflow angekommen. Was wir hier sehen ist, oder war vielmehr, eine D-Box. Viel ist davon nicht zu erkennen, vor allen Dingen dieser große Print an der linken Seite. Wir gehen hiervon aus, dass hier die integrierte Beta-Software für DF1 nicht mehr arbeitet. Das heißt, hier ist der Zugriff direkt auf den Prozessor gemacht und die Ergebnisse, die da herauskommen, können sich dann auch sehen lassen. Übrigens, so sieht es nebenbei gesagt bei einem richtigen Computerfreak aus. Da wird nichts dicht gemacht und das Bedienungsbuch liegt dann auch praktischerweise gleich bei den Platinen im Computer. Die Anlage ist noch recht aufwendig, das heißt, es ist alles etwas lose verkabelt. Wir sehen hier den Kontrollmonitor, auf dem unser Dr. Overflow die letztendgültigen herausgekommenen Signale kontrollieren kann. Das heißt, das Bild, was er halt sehen will, wenn es jetzt um den digitalen Fernsehbereich geht. Wir sehen hier den Bildschirm und zwar unter Windows. Hier baut sich ein Satellit auf und zwar in beiden Polarisationsebenen. In diesem Fall ist es, glaube ich, der Astra-Satellit. Und wir können jetzt hier einer dieser Peaks der verschiedenen Datensignale antippen und würden dann die entsprechenden Daten kriegen. Das heißt, es würde auf dem Kontrollmonitor das Bild erscheinen. Hier wird der Satellit noch einmal angewählt und schon sehen wir auf dem zweiten Monitor das Programm NBC erscheinen. So schnell geht das. Also doch wesentlich schneller als bei allen anderen digitalen Receivern, die so im Handel sind. Natürlich lässt sich das auch im Bildschirm selber darstellen, das Bild zur Kontrolle oben rechts. Und man kann hier auch scannen durch den gesamten Empfangsbereich. Eigentlich eine Anregung für die Hersteller, das ganze System doch etwas bedienfreundlicher zu machen. Hier ist es ein reiner Versuchsaufbau, aber man sieht schon, es geht. Hier oben sehen wir mal ein paar Kanäle. Jetzt wird es angetippt, leider etwas undeutlich. Was wir hier oben sehen, sind die ersten Daten, die rauskommen. Nämlich zum Beispiel gleich die gesamten PIT-Codes, die wissenswert sind. Und hier die übrigen Daten von Datenkanälen. Was man darauf findet, ist etwas mehr als jetzt ein paar wirre Zahlen. Wir können hier nicht alles darstellen. Hier läuft zum Beispiel die E-Mail teilweise zwischen den Technikern, aber in diesem Fall sind es hier Zuweisungen zu bestimmten Programmen. Was wir eben gesehen hatten gerade, war die Bildschirmdarstellung vom DFS2, auf dem wir ja auch gerade sitzen. Wir sehen hier immer festgehalten mit der Pause das Spektrum des Astra-Satelliten im digitalen Bereich.
Hier noch einmal DFS. Im 12 GHz Bereich recht wenig. Wir sehen da in der Mitte einige Datenübertragungen, allerdings kein MPEG in dem Fall, sondern andere Daten. Hier ist das Auslesen der Daten aus diesen sogenannten Service-Anbietern, Stolen Credit Cards, Dr. Müllers, die dann noch allerdings im Test laufen, beziehungsweise auf Intelsat K natürlich schon echt laufen. Wir meinen, es ist ein bisschen gefährlich, was hier geschieht, viel zu schlecht abgesichert mit einfachen Mitteln vom Fachmann nachzubauen. Was wir hier nochmal sehen zum Abschied, das ist das Erdete-Modul, inzwischen geschlachtet, inzwischen offen wie eine kleine Konservenbüchse und inzwischen auch nachgebaut. So, zum Schluss haben wir auch noch einige Receiver bekommen, digitale Receiver, die in der nächst erreichbaren Telesatellit international getestet werden. Also nicht die jetzt am Markt ist, sondern die im August dann kommt, Ende August glaube ich, pünktlich zur Funkausstellung. Wir haben zwei Receiver, die wollen wir hier kurz vorstellen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, in der Ausgabe der Telesatellit sind sie dann ausführlich getestet. Im Moment haben wir sie kurz angetestet und wollten sie hier aber den Zuschauern nicht vorenthalten. Wir schauen uns die beiden einmal an und einen dritten Receiver, einen Radix, schauen wir uns gleich danach an im Studio, denn den holen wir morgen früh erst ab vom Hersteller, haben also noch gar keine Möglichkeit, den vorher ausführlich zu testen, aber lassen ihn dann trotzdem hier in der Sendung nach diesem Stück noch sehen. Was wir hier sehen, ist der neue CD TV200, oder ganz so neu ist er nicht, ein französischer Receiver, gedacht für die AB-Programme, aber auch für Arabesque, das Mittelost-Paket. Dieser CD-TV200 ist MPEG-2 DVB-kompatibel. Wir sehen hier vorne die Vorderfront, den Hauptschalter und dann kommt eigentlich in der Mitte die große Klappe. Wir sehen auch oben die richtige Karte für das Arabesque-Paket. Um zu diesem Receiver nochmal zurückzukommen, er ist geeignet für Free TV, was ganz erstaunlich ist, nämlich auch für SCPC, allerdings mit einem kleinen Trick. Man muss die Frequenz bei SCPC 10 MHz höher eingeben und dann klappt auch das Ganze. Der nächste, der TV300, der im September kommt, wird das dann schon richtig ganz normal können. Wir sehen hier die Rückseite, zwei SCART-Anschlüsse. Er ist gedacht für Via Access und Simulcrypt, hat also kein Modul, das rausziehbar ist. Das ist integriert, wie bei den Franzosen üblich. Hier rechts die Audioausgänge, zwei SCART-Anschlüsse. Er war recht einfach in der Bedienung, zumindest schneller als ein PS oder einfacher als eine D-Box. Dann die ZF-Eingang und Ausgang, wie wir hier deutlich sehen. Der große Vorteil, man kann eben das Gerät durchschleifen. Darunter sehen Sie den seriellen Port und eben noch einmal einen Videoanschluss für SVHS. Das System kann abgegradet werden, sowohl über ein RS-232, also hier über den seriellen Port, als auch über den Sender, allerdings ist das abschaltbar. Das Display ist in verschiedenen europäischen Sprachen und in Arabisch gehalten. Ein recht solide aufgebauter, sehr starker Empfänger. Etwas das Gegenteil ist der sogenannte Free-to-Air von PACE, der PACE-200. Es ist an für sich nichts einfach anderes als ein Downgraded 500er. Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen. Er macht nur Paketempfang, muss man von vornherein sagen. Kein SCPC-Empfang. Das hatten wir eigentlich von einem Free-to-Air erwartet und waren dann auch etwas enttäuscht, dass man das nicht getan hat. Denn früher war PACE bei den analogen Bereich doch immer recht führend und auch sehr schnell mit neuen Geräten und neuen Ideen. Allerdings hier hat sich es nicht durchgesetzt. Wir sehen schon, dass es eben ein einfacher ist, dass einen Einschub für die Karte gibt es nicht. Das ist auch nicht notwendig bei Free-to-Air und sehen vorne die Notbedienungstasten, so wie in jedem anderen Receiver auch.
Er hat auch kein Conditional Access Modul, braucht er auch nicht. Wie gesagt, wir wollen ja eigentlich mit diesem Free-to-Air empfangen. Nur würden wir dann sagen, dann sollte er eben auch geeignet sein, SCPC zu empfangen. Die Rückseite hat endlich SCART-Anschlüsse bekommen. Bisher war es ja immer RCA bei Pace, zumindest bei den Digital-Receivern. Hier nun endlich, für diejenigen, die es lieben, SCART-Anschlüsse. Es ist natürlich einfacher, wenn man gerade mit 0 und 12 Volt Schaltspannungen arbeitet, wenn das integriert ist. RS-232, wie immer, der ZF-Anschluss, leider nicht durchgeschleift, wie wir es vorhin gerade bei dem CDTV-200 gesehen haben. Zwei SCART-Anschlüsse, die Antenne wird durchgeschleift und wir haben dann noch den Stereo-Ausgang und einen extra Mono-Ausgang und unten einen zusätzlichen Videoausgang. Was wir hier sehen, ist eine E-Box, hat nichts zu tun mit der D-Box, hat eigentlich auch nicht viel mit digitalen Empfang zu tun und doch ist sie wichtig, diese Box, nämlich zur Integration eines digitalen Receivers in die Gesamtanlage. Die E-Box ist entwickelt worden, um den Fernsehempfang mit Videorekorder, Satellitenreceiver und normalem Fernsehen etwas zu vereinfachen. Das heißt, sie empfängt Radiodatasystem RDS, bekommt dort ihre Steuersignale her, zum Beispiel eine ganze Programmzeitschrift. Sie können alle Programme, die Sie haben, auf Videorekorder, Fernsehgerät, Satellitenempfänger verwalten in dieser Box und über eine Tabelle abrufen. Das heißt, Sie brauchen sich nicht darum zu kümmern, ob NBC nun auf dem terrestrischen Programm zu sehen ist oder Satellit. Das haben Sie einmal eingegeben oder er sucht sich's auch selber. Und Sie wissen, Sie tippen es nur noch über die Fernbedienung an und landen dann entweder auf dem Satellit oder eben im terrestrischen Fernsehen. Hier hinten die Anschlüsse für ein RS-232, für einen Computer. Software gibt es dafür, für eine zusätzliche Infrarotschaltung. Hier die Verbindung zum Satellitenreceiver und Videorekorder in Line geschaltet und hier letztendlich zum Fernsehgerät. Wichtig ist, dass das Fernsehgerät RGB-Anschluss hat. Die Fernbedienung dient allen Geräten gleichzeitig, also nicht so aufwendig gemacht wie eine der Programmierbahn, da blickt man nämlich nicht mehr durch. Diese ist sehr logisch aufgebaut. Sie lernt automatisch die Code eines jeden angeschlossenen Gerätes und hier unter dem Einschub sieht man noch die Bedienung für den Videorekorder für Aufnahme und Wiedergabe. Recht einfach, recht simpel gemacht und logisch und erscheint in der nächsten Telesatellit im ausführlichen Test. Wir haben für den Test alleine 2 Tage gehabt, weil es interessant war. War das, René?